so, heute gibt es noch einen Fotowalk mit Katrin hier in Erfurt. Boah, sau, ist das ein ekelhaftes Wetter. Ich kann es euch sagen, ich sehe nichts, aber ihr seht mich. Das ist die Hauptsache. Also, bis später und bis dann. Krass. Selbst der Schnee kommt hier kaum durch. So, wir haben erstmal einen frischen Kaffee genossen und haben uns aufgewärmt. Meine Hände waren übelst durchgefroren. Aber jetzt sind wir hier in einem ziemlich coolen Spot. Ich zeige euch das mal. Vergleich 100er Makro Vollformat und ein 55 210er APS-C Sony. Das ist ja fast die Hälfte. Krass. Gar nicht so viel. Doch, ist schon einiges leichter. Doch. Also hier ist schon ziemlich viel Kunststoff dran, aber auch fast die Hälfte an Gewicht. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Also dafür, dass es schon die Nachfolger gibt, die 6300 und 6500, ist die 6000 echt noch gut. Echt ein nices Teil. Und preis-leistungsmäßig ist die ja echt super. Also um die 400 Euro, glaube ich, mit Objektiv oder ohne, keine Ahnung. Also ich finde die Suche auch echt gut für den Preis. Ist echt okay. Ein Autofokus, 10 Bilder pro Sekunde. Und ein sauschneller Fokus. Finde ich echt cool. Wir haben gerade mal verglichen mit meiner 5D. Kann ich euch mal zeigen. Und wir haben gerade festgestellt, wenn ich den ganzen Tag mit der Kamera rumlaufen muss, keine Ahnung, also das ist halt schon heftig, ja. Ziemlich schwer und groß und die Sony ist halt echt klein und leicht, kompakt. Also finde ich echt vom Handling her viel, viel besser als meine große Canon. Also okay, das ist zwar Vollformat und mit allen Vorzügen, die man da hat, aber auch mit den Nachteilen, größerer Body und halt schwerer. Die Sony ist echt cool. Mir gefällt halt auch das Einstellrad, also das hat echt so einen coolen Druckpunkt. Das Moduswahlrad, ja, mega gut. Echt gut, gefällt mir. Und bei der A7 hat man ja auch dieses ISO-Rad, also bei der A7R, R2 und wie sie alle heißen. Da hat man auch dieses ISO-Rad hier, was schon ziemlich leichtgängig ist. Also ich finde hier bei der 6000 geht das echt super besser, ein Ticken besser, also nicht ganz so leicht, ein Ticken schwerer. Und dadurch lässt es sich, glaube ich, nicht so leicht verstellen, wenn man jetzt unterwegs ist und hier ISO draufgelegt hat. Also geht ein bisschen schwerer als bei meiner alten A7R. Echt cool. Ich glaube, ich muss mir das nochmal überlegen. Mit meiner Zweitkamera. Das wird dann wohl doch die A6000. Obwohl, ich schiele ja schon so ein bisschen auf Fuji. Also Fuji hat ja auch echt geile Kameras ausgebracht. Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, mal schauen. Ein bisschen ausprobieren und mal sehen. Bis dann. Ciao.